Ja, wir sind hier bei der Live-Show heute, bei meinem Pubertätsprogramm. Hier gehen wir den Alltag durch mit den Eltern und ihren Teenager. Und das ist sehr, sehr viel Wiederfinden in den Themen und das mit viel Humor. Pubertät, lateinisch Pubertas, die Geschlechtsreife. Und diese körperliche Pubertät fängt ja immer früher an. So im Mittelalter sind die mit 17, 18 erst in die Pubertät rein. 1950 schon mit 13, 14 Jahren, jetzt schon teilweise mit 10, 11. Ich hoffe, es wird nicht noch früher, aber ganz ehrlich, ein Junge auf dem Bobbycar mit Vollbart sieht scheiße aus. Wir schauen uns natürlich auch an, was im Gehirn passiert bei Teenagern. Warum die so verplant, verpeilt und vergesslich sind. Da gibt es auch einige schöne Beispiele zu. Letztens kam eine Mutti zu mir und sagte, mein Sohn, der ist so verpeilt, der kam letzten Sonntag die Treppe runter und war in Panik, er wäre zu spät für die Schule. Aber es war ja Sonntag. Da habe ich gesagt, was haben sie denn da gesagt? Da meinte sie, da habe ich gesagt, lauf, der Bus kommt. Hat sich dann alles geklärt. Der Papa hat ihn gefahren. Was so alles in der Pubertätsforschung passiert, das ist auch spannend, bietet oft eine Erklärung für eine Verhaltensweise. Keine Entschuldigung, aber vielleicht manchmal so eine kleine Beruhigung. Also man kommt da rein, da liegt darum Wäsche, Schmutzwäsche, Sauberwäsche, Sockenparade. Ein Vater meinte letztens zu mir, er wüsste nach 5 Jahren Pubertät gar nicht mehr, ob sie mal Laminat oder Teppich verlegt hätten. Die Live-Show, hier ist natürlich viel Humor, viel Lachen. Oder anders gesagt, man soll seinen Kindern ja was fürs Leben mitgeben. Das kann auch gerne mal eine Mülltüte sein. Also die ist auf Zuruf, du gehst gerade raus, wupp, ab in den Lauf gepasst. Und oft sind die mit den Gedanken schon draußen, haben gar keine Zeit zu meckern. Und später in der Schule sagen sie, ach du Scheiße, ich habe immer noch diese Mülltüte da. Humor ist wichtig und natürlich eine klare Aussage für die Eltern dann demnach ist zu versuchen, nicht zu persönlich zu nehmen, wenn mein Teenager ausrastet, austickt, nicht persönlich nehmen. In den pädagogischen Büchern steht immer so schön drin, man soll es bloß nicht persönlich nehmen. Klar soll man es nicht persönlich nehmen, weil gerade was austickt da oben, aber mach das mal in dem Moment, mach das mal. Viele Mutti sagen zu mir, ich muss erst mal atmen. Eine Mutti sagte zu mir, sie hätte ja nie gedacht, dass sie die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs 15 Jahre später braucht. Die hat sogar extra nochmal da angerufen, ob man es nochmal auffrischen könnte. So, und dann haben wir ganz tolle Themen aus dem Alltag. Mittlerweile kommt man in vielen Kindergärten rein und da ist da so eine Tafel, da stehen die aktuellsten Krankheiten drauf. Und einmal stand drauf, 12. Mai, Mund, Hand, Fuß. Das ist so ein fieser Ausschlag. Da habe ich einfach mal drunter geschrieben, 13. Mai, Bauch, Beine, Po. Die Erzieher haben gelacht, die Eltern haben gegoogelt. Ja, also ich finde es super lustig. Gut, wir aus dem Leben, ja. Aus dem Leben gegriffen, würde ich sagen. Wir haben 3 Teenager zu Hause, insofern fühlen wir uns da nicht alleine. Super gut, ich bin ja auch Lehrerin, das heißt für mich ist es irgendwie doppelt witzig, weil ich mich und meine Schüler da oft irgendwie wiederfinde und ich finde es super klasse. Sehr gut, ich habe ihn nächstes Jahr engagiert für nach Sponheim. Weitermachen so. Ganz toll, ich bin das erste Mal hier, finde es sehr schön. So, dass man sich echt auch gut hineinversetzen kann und irgendwie mit dabei ist, so live in den Zimmern der Jugendlichen. Gut. Sehr realitätsgetreu. Vielen Dank fürs Kommen. Bis bald. Dankeschön.